Ja, lieber Peter, dieses Jahr findet die vierte Sauerland-Rallye statt. Ja. Wo startet die denn eigentlich? Also tatsächlich genau da, wo du und das hier? Auto steht. Genau ja, hier. Der, ja. Okay. Der neu gestaltete Klosterplatz hier in Attendorn ist Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung. Mhm. Der alte Markt, wo wir früher waren, wird gerade umgebaut. Und dann hoffe ich mal, dass es vom 29. September bis zum 2. Oktober hier komplett um Autos und Oldtimer und tolle Geschichten geht. Wir waren ja von der Lebenshilfe bei allen Rallyes dabei. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass hier der ganz Attendorn hat gebebt. Es waren also wirklich Tausende von Menschen hier über Stunden. Und da drücken wir natürlich fest die Daumen, dass das Wetter mitspielt und wieder so viele Leute da sind, ne, und die Begeisterung anhält wie die letzten Jahre. Aber noch eine Frage, wie viele Autos fahren denn mit? Also geplant haben wir mit 130. Jetzt mit Corona ist das alles nicht so ganz einfach gewesen. Im Moment sind wir etwas über 100. Wir sind aber noch lange nicht beim Nennschluss. Ich gehe mal persönlich von 115 bis 120 aus, was völlig in Ordnung ist und was, glaube ich, eine gute Zahl ist für eine privat organisierte Veranstaltung. Und die Autos, die kommen und die Leute, die kommen, die können sich jetzt schon sehen lassen. Also wir haben ein paar wirklich seltene Teile dabei, die sonst nicht nach Attendorn kommen. Jetzt noch eine andere Frage. Nehmen wir an, ich überlege mir jetzt ganz spontan, bei der Sauerland mitzufahren. Was mache ich? Ja, ganz einfach. Unter www.sauerland-klassik.de sind alle Unterlagen, alle Strecken, alle Zeitpläne und natürlich das Nennformular. Mhm. Bis 15. August ist bei uns noch alles möglich. Ausfüllen, wegschicken, teilnehmen. Ja, liebe Leute, die das hören. Ne? Also, anmelden, mitmachen, dabei sein. Wir sind auch dabei, inklusive dem Bäcker König hier und viele andere. Richie Müller, habe ich gehört, kommt. Und noch so ein paar Prominente. Also, wenn ihr Lust habt, anmelden.